Und willkommen zum letzten Part in der Double Domination Reihe. So, es geht los. Die Fister gegen Thundercrash. Und die sind natürlich wieder in allem besser als wir. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Obwohl, vielleicht wohl. Weil wer den letzten Part gesehen hat, ja, der weiß, was rausgekommen ist. Erstmal eine Waffe haben, bevor ich überhaupt mitmachen kann. So. Und dann muss ich erstmal die Punkte suchen. Ah, hier geht's zu Punkt B. Das blaue Team. Ach, da oben sind die. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und 1-0 für uns. Neue Runde in 5. Erstmal hier Waffen aufsammeln und Munition natürlich. Und dann direkt mal zu Punkt A stürmen. Ja, okay, das hat gar nichts gebracht, was ich da versucht habe. Das rote Team dominiert. 8, 7, 6. Abgewehrt. Das rote Team. Wie hat er mich denn jetzt gekillt? Frage ich mich so. Schnell, geh weg, geh weg. Ich muss. Ah, super. Super. Unentschieden. Ich habe wieder mal keine Waffe. Jetzt nimmt der Bass, hat sich die ganze Munition hier weg. Ja, da habe ich mich geopfert, damit wir den Punkt noch kriegen. ETF, von wo kam der Schuss? Geht doch. Alter, die letzten Parts, ohne Witz, ich glaube, ich muss, bevor ich hier aufnehme, lieber nochmal ein bisschen Zielwasser trinken. Weil die letzten Parts war echt der Hammer. Wie wenig, ja, da schon wieder. Das blaue Team dominiert. 8, ja, gut, wir dominieren 7, wieder. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das war jetzt mal ein ganz schneller Part. Und ich hatte noch nie, außer im Part hier vor, wo wir verloren haben, dass Bots vor mir waren. Ja. Und da sehen wir alles. Wir haben das erste Stückchen der Ladder geschafft, und zwar haben wir die Double Domination abgeschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Teil weiter mit Assault. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!